Leute, haltet eure Schwiegermütter fest. Heute ist Hexenbrennen. Nein, also was heute der absolute Höhepunkt ist, das ist hier auf dem Frühlingsvolksfest in Zwickau neben dem großen Hexenfeuer natürlich der Auftritt von Nino D'Angelo. Und mit dem bin ich jetzt verabredet, und zwar an der Schießbude. Ich bin mal gespannt. Er hat ja schon mal mit verschiedenen Hits richtig ins Schwarze getroffen. Mal sehen, ob er auch an der Schießbude das Schwarze trifft. Wir werden es gleich wissen. Da kannst du voll. Gute Idee, machen wir schießen hier nochmal. Nee, wir schießen hier aufs Flugzeug. Hallo, zunächst mal Nino D'Angelo. Hallo. Hallo, grüß dich, hi. Jetzt muss ich natürlich wissen, wenn ich gegen Nino D'Angelo antrete, habe ich reelle Chancen? Wie sind Ihre Schützenfähigkeiten? Also, ich weiß ja nicht, wie gut du schießt, aber ich habe eigentlich immer geschossen. Das war immer so eine Leidenschaft von mir. Ich war zwar nie in einem Schützenverein oder so, aber eigentlich habe ich immer ganz gut getroffen. Aber gut, diese Fähigkeit lässt ja nach. Ne? Naja, ja, ja. Ja, gut, das letzte Mal habe ich vor 2 Jahren in Las Vegas mit einer MP5 geschossen, 9 mm. Aber ich glaube hier, das ist ein anderes Kaliber hier. Das geht richtig ab. Ja. Versuchen wir mal den Vergleich. Ich probiere es gleich mal. Ich drücke aber auch meinem Gegner die Daumen. Alles klar. Hey Nino, das ist total schwer. Ah ja, ist das schwer. Hey, das ist ja, jetzt bist du dran. So. Alter, das ist echt schwer. Ich muss ihn erst mal finden. So. Aber guck hier. Oh. Das ist deins. Ja, da sollte man doch nicht reintreten, oder? Das sollte doch sauber bleiben. Okay, also da ist eine Rose zum Opfer gefallen, aber immerhin die Scheibe mehrfach getroffen. Achso, oh. Ich habe 8. Ja, das ist hier. Das ist ja laut. Warte mal, ich komm mal rum. Du bist ja hier der Meister für die Veranstaltungstechnik. Ihr seid von XL Events. Genau, richtig? Also wir machen das Spielprogramm auf der linken Seite jetzt. Ne? Und sozusagen du und dein Kompagnon, ihr seid dafür da, dass zum Beispiel Nino D'Angelo oder auch die anderen Acts sich hier wohlfühlen, dass alles rund läuft. Genau. Die werden durch uns gebucht. Ja. Und Nino macht heute eine geile Party. Und nimmer. So, jetzt würde ich mal eine Runde machen, oder? Ehrlich? Ja. Kannst du mal die Kamera halten und einfach mal auf mich zeigen? Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Was heißt, ist das deiner? Ja. So. Jetzt bin ich gespannt. So. Aber war nicht so schlecht, ne? Ganz schön weit unten. Ganz schön weit. Naja gut, ein paar sind in die Mitte gegangen. Aber 4-8. Ja, okay. Also der Veranstaltungsmann hat hier wirklich alle Rekorde gebrochen. Ich habe keine getroffen, ich will noch einmal. Ja, okay. Okay. Ich habe nichts getroffen. Das ist aber auch schwer. Also gar nicht treffen ist schwer. Ich habe da überhaupt nichts gesehen. Wenn ihr wollt, kann dann ja der Kollege mal zeigen, wie es funktioniert. Aha. Nino, wenn du oben die Rosen abschießt, dann können wir die verschenken heute. Okay. Oben einfach gerade rüber ziehst. Okay. Und heute Abend, die Party, worauf können sich die Leute freuen? Naja, ich mache heute Abend ja 90 Minuten Programm, 2x45. Meine ganzen Hits natürlich, Songs aus den 80ern, aus den 90ern und natürlich die ganz neuen Songs aus meinem letzten Album, Liebe für immer. Also wird ein tolles Programm auf jeden Fall. Ich freu mich sehr drauf. Ja, jo, ich sag toi 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 und eine tolle okay, Show. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Ja, nach dem Schießen mit Nino D'Angelo habe ich mich jetzt mit 2 jungen Herren hier verabredet. Hinter der Bühne, Backstage. Sagt mal, wer ihr seid. Wir sind Nino.
Nie und nimmer, komm. Ja, ihr seid wirklich nie und nimmer? Also nie und nimmer. Ja, das ist natürlich Quatsch, was ich jetzt gemacht habe. Das war zu sehen. Ihr wart noch nicht mal richtig da, sind die Fans schon zugange. Das ist aber bei euch normal, oder? Nein, nee, überhaupt gar nicht. Was? Es ist eine riesengroße Ehre, dass Leute hier unseretwegen da sind. Das musst du so tun. Okay. Wir haben ja eigentlich so richtig offiziell angefangen, Ende letztes Jahres, 4 Konzerte zu spielen. Ja. Und da haben wir gemerkt, da wollen Leute auch mal vor Ort sein. Und umso schöner, dass es heute hier bei diesem Anlass auch mal ist. Aber ich kenne euch und es ist jetzt nicht so meine Musikrichtung. Also müsst ihr ja schon einiges richtig gemacht haben, oder? Ja. Also, ja, es ja, naja, was heißt richtig? Wir haben ja das gemacht, was wir wollten. Beziehungsweise Musik aus dem Herzen gemacht sozusagen. Und anscheinend findet es ja Anklang. Aha. Und deshalb sind wir mega dankbar, dass wir hier spielen dürfen, dass da Leute schon am Start sind und Fotos und so weiter. Das ist alles Neuland für uns. Da sind wir auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ne? Müsste nicht sein, das Zwickauer Publikum, das ist richtig, ja, ja. Richtig, nö, habe ich mehrfach schon erlebt. Sehr gut. Also gestern Abend war eine Maffei Coverband oder Maffei Double. Tabaluga war hier. Tabaluga war Nachmittag, dann Maffei Double. Ich dachte wirklich, Peter Maffei steht selbst da, die Leute, die sind ausgerastet. Und ihr seid ja die Originale. Ja. Also, wenn es uns... Naja, weißt du ja nicht. Also, hier steht Made in China unterm Pullover. Die Frage ist, hast du es dann nicht geschafft, wenn dich jemand kopiert? Das ist auch die nächste Frage. Ne? Erstmal machen wir es selber, oder? Da siehst du, dass wir Newcomer sind. Erstmal machen wir es selber. Ich muss die Brille wieder aufsetzen. Ich wollte gerade freundlich sein. Ich wollte abnehmen, weil ich muss. Das ist ja so sonnig, dass du keine... Ich fand es auch sehr unfreundlich. Ja, okay, dann lass es. Die Sonne ist extra für euch über Zwickau. Das ist der Hammer. Was habt ihr nachher vor auf der Bühne? Eine Stunde erstmal Programm abliefern. Ja. Das ist ganz wichtig, vor allen Dingen einfach Gefühle einfach transportieren, die wir einfach auch haben und dass die Leute, die da sind für uns, die das ja auch so kennen, dass wir das auf die Bühne kriegen und dass die Leute vielleicht, die es noch nicht kennen, das auch verstehen, was wir da transportieren wollen und einfach eine gute Zeit haben. Also für uns ist es eine große, riesenartige Sache, hier heute am 30.04. in Zwickau sein zu können. Ja. Das ist nicht selbstverständlich, das ist sehr, 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 ja, also wir freuen uns mega mit. Absolut klasse. Dann wünsche ich euch toi, 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 tolle Show. Vielen Dank. Vielen Dank, nie und nimmer. Danke dir. Ja. Macht's gut. Ciao. Ganz egal, wer kommt und dir das Leben schwer macht. Du bist so, wie du bist. Ich bewundere dein Mut. Ganz egal, was sie jetzt sehen. Ich finde dich gut. Du bist so, wie du bist. Ich bewundere dein Mut. Ganz egal, was sie erzählen, ich finde dich gut. Sie reden über mich zu lieben und wie wichtig sie ist. Doch werfen ihre Werte über Bord, immer wenn du der Nächste bist. Sie wollen nicht einsehen, was sie erleben. Du passt so schön in ihre Schublade. Man sieht, auf dem Festgelände bekommt man wirklich keine Briefmarke mehr zu Boden. Ja, es ist rappelvoll und es ist auch kein Ende abzusehen. Also die Massen strömen hierher. Das ist perfekt. Zum heutigen Abschluss mache ich mal etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Ungewöhnliches. Ich mache einen Parkplatzcheck und da brauche ich gar nicht lange zu suchen. Es gibt keine freien Stellplätze mehr, zumindest fast nicht. Ab und zu fährt mal jemand weg, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, der Parkplatz ist rappelvoll und das sieht man natürlich auch drin im Festgelände. Da geht wirklich keine Briefmarke mehr zu Boden, aber genau so soll es doch auch sein. Also kann man schon mal konstatieren, das war ein richtig erfolgreiches Hexenbrennen 2018 im Rahmen des Frühlingsvolksfestes auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, dass wir uns morgen wieder sehen zum Video des 1. Mai. Da bin ich natürlich auch auf dem Festgelände unterwegs. Macht's gut, bis die Tage. Ich war jenseits von Ihnen, fast mein ganzes Leben. Die Erkenntnis
es kam spät und manchmal auf seltsamen Wegen. Ich hab Jahre gebraucht, um den Absprung zu finden. Ich schrie nach Absolution von all meinen Wegen.